Hallo meine Lieben. Hallo. Wir haben ja gesagt, wir nehmen euch beim nächsten Video mit. Bisschen stressig war es jetzt. Wir haben ja heute Team-Event und wir sind jetzt gerade als erstes im Hotel angekommen und bauen jetzt schon mal auf. Ich mache mal die Räume auf, beziehungsweise einen Raum habe ich schon mal aufgemacht. Boah, wie cool. Schaut euch mal diesen Raum an. Das sind 100 Plätze. Crazy. So, wir haben ein Problem mit der Technik. Wie immer, oder? Ich weiß nicht, das ist Hauptbildschirm. Ich hab's. Yes. Wir sind jetzt gerade am Aufbauen. Marina kommt ein bisschen spät. Es sind schon die Leute da. Und hier ist das Hotel. Die Raucher können sogar daraus eine rauchen, wenn sie wollen. So schön. Schön. Wie ihr seht, das ist unser Ding mit der Rakete. Das ist so, ja, exklusives Team-Event. Mit Rakete auf den Mond. Are you ready to take off? Müsst ihr das noch irgendwie schön platzieren? Schaut mal bitte. Vision Leadership. Leadership, ja genau. Leadership Business Manager. Ja, ich glaube, so ist gut. Das war aha, Mann, Mann. Nein. Hallo Mädels. Ihr dürft noch nicht raufkommen, bitte. Geht's mal einen Kaffee trinken oder so. Ich vlogge heute mit, gell? Nur zur Information. Jetzt müssen wir noch einige Vorbereitungen machen. Und zwar haben wir für Sie so Ehrungen. Ich habe für die Mädels sowas ausgedruckt. Das ist so die Joggen-Business-Möglichkeit. Alle Goals. Mit dem kann man nämlich arbeiten, Termine abhalten und anderen Menschen auch die Möglichkeit zeigen, wie sie ihr eigenes Ding mit Joggen machen können. Schaut echt cool aus, gell? Ja. Ja. Meine Marina ist da. Ich vlogge auch ein bisschen. Sie ist zu spät. Schaut mal, wie schön wir das vorbereitet haben. Wir haben einen Erfolgsplanbar. Joggen, Business mit Kugelschreiber. Snacks. Ach, bitte, wir sind so gut. Ganze Kiste voll mit Snacks. Ja, ich muss noch die restlichen. Ein ganz tolles Team, muss man schon sagen, ja. Steht mal bitte auf, wenn ihr schon mal den Junior Leader geschafft habt. Wer ist denn schon Senior Leader? Diesen Titel habe ich extrem gefühlt. Und ich freue mich für alle, die den Senior Leader geschafft haben. Ihr wisst, das ist nur ein Zwischenstopp. Und ihr wisst, wir gehen, weil mein Motto ist einfach Dream Big. Und natürlich sind diese Damen hier alle auch. Ich glaube, leider ist Chiara nicht da. Und wir haben uns natürlich was für euch überlegt. Ein Applaus für Sie. Sie ist meine Downline, sie ist im Team Anita, da drüben sitzt ihr Sponsor. Sie ist auch sehr stolz. Bist du glücklich? Oh ja, jetzt trifft es mich gerade. Oh. Oh. Und so intensiv, wie wir in Kontakt sind, sie kotzt mal bei mir, wenn mal was nicht gut läuft, wenn der Kontakt hier nicht gut gelaufen ist. Und sie schreibt mir, wenn was super gelaufen ist. Danke, Ruth, das ist halt ein Deutsch. Die liebe Lea ist eine unerwartete Granate. Sie ist eingestiegen, junge Mama. Sie hat zwei Linien, mit denen hat sie den Senior wieder geschafft. Sie war selbst total überrascht, aber es ist alles möglich und das war bei ihr dann der Antwort. Und sie macht für ihr Team Canva-Vorlagen, dies und jenes, Preislisten. Ich danke dir wirklich, dass du ein Teil meines Teams bist. Du bist eine Ehre. Ja, Applaus für unsere Teamleader. Stehen wir auf. Ich fange kurz hier hinten an. Liebe Lexi, komm her. Ich bin so stolz auf die Lexi und ich glaube, magst du auch vorkommen? Dann magst du nicht weinen. Ihr zwei, komm her. Komm her.
die Lexi ist gar nicht mal die, ist gar nicht mal Sponsor, ne, das ist Downline. Und die Lexi ist noch gar nicht Team Leader, aber die App schreit das schon, weil sie macht jetzt einen Double Rank Up. Und das ist, ich bin so stolz auf dich, Lexi. Bis zum letzten Brexit hat sie gesagt, es geht nichts voran, ich komm nicht. Und dann macht sie den hier im Februar. Und ich denke mir so, ja, nein, im Dezember hat sie so richtig. Ja, im Dezember. Ja, und dann geht's, wie viele Teamarten hast du jetzt mittlerweile? 28. 20. Aber ich habe mich halt fokussiert, dass ich mit meiner First Line, dass ich nach unten aufbaue und gar nicht zu der First Line aufbaue. Sehr gut, das ist einfach in alles. Aber ich habe auch noch was für dich, lieber Sponsi. Oh, ich habe auch was für dich. Darf ich mal einfach alle nach vorne holen? Was, alle? Team Diamanta. Kurz zur Geschichte. Ich habe mit Jana ihre Gruppe übernommen für einen Tag, weil wir nicht wussten, wie wir das Ganze organisieren sollen. Vielleicht hat mich rausgeschmissen. Genau, ich habe es einfach rausgeschmissen. Ich hatte keine andere Lösung. Also habe ich sie rausgekickt für 24 Stunden oder so. Und wieso wir das gemacht haben, wir haben eine Kleinigkeit für sie besorgt. Oh mein Gott, der ist ihre. Das ist von uns. Danke, Marina. Die Marina hat mir den Tipp gegeben, wie ich das möchte. Und ja, das ist von uns. Oh mein Gott. Ein kleines Dankeschön. Ich danke euch allen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist so viel. Ja. Ich weiß ja, also die Schachtel ist das Geschenk. Die Schachtel ist ja. Die Schachtel ist mehr. Ja, das habe ich auch. Oh, Moment. Ja. Eine Minute. Achso, was? Ein Stoß wollte ich dir geben. Achso, also, such dir einfach den schöneren aus, den habe ich. Abgesprochen mit deinem Spaß. Die Marina hat nur tolle Tipps. Ich hoffe, das ist wirklich so viel. Oh mein Gott, wirklich. Dankeschön. Du gibst uns so viel und ich glaube, ich danke. Ich meine, ich hasse eigentlich so materielle Geschenke, ja, aber das ist. Ich danke dir. Also, das, was du nicht wusstest. Ja. Komm her. Bitteschön, es ist ein Geschenk. Auch mein Geburtstagsgeschenk. Ja, für dein Geburtstag, aber es ist auch ein bisschen so eine Motivation, die du eh schnell erreichen kannst. Ich glaube, ich habe die Rechnung. Darf ich es auch machen? Ja, bitte, du sollst sogar. Ich hoffe, er passt. Ja. Ich sehe euch alle aufmachen mit dem Rücken. So. Kurz vergessen, dass ihr da seid. So. Und zwar ist es ein Sapphire-Ring, weil du bist gefühlt schon Sapphire und ich bin einfach so stolz auf dich. Sie tut sich immer so klein halten, die Selina, aber dabei ist sie für mich schon Diamond vom Tun und vom, wie du einfach arbeitest. Also sie ist so, das ist nicht zu viel. Probier ihn einfach. Also nein, wie gesagt, einen riesen Applaus für die Mann. Ich muss euch jetzt was Lustiges erzählen. Wir wussten ja, dass wir was fürs Team vorbereiten, hin und her. Und es klingt jetzt vielleicht, ich bin Number One Sponsi, aber das hat sie selbst designt. Selber gemacht. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir Druck rausgenommen hast. Ja, dazu muss ich was sagen. Ich wollte Marina auch ehren, weil für mich. Können wir dich zuerst machen? Kannst du dir einmal Zeit für dich selbst nehmen? Ja, ja, machen wir schon. Hab einen Emerald Manager. Ich habe
ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Marina hat keinen richtigen Sponsor. Ja. Mhm. Und das ist etwas, was mich auch für sie ein bisschen traurig macht. Ja, sie hat natürlich einen Sponsor. Ja, Ansprechpartner steht schon drinnen in der App, aber... Sie hat nie wirklich Erfolge gefeiert mit einer Person, so wie ich sie hier habe. Und deswegen bin ich, oder möchte ich auch gerne mein... ein Teil davon sein, der mit dir deine Erfolge feiert. Deswegen habe ich ganz versteckt und heimlich das auch natürlich für sie designt, weil Marina hat mein Leben verändert. Marina hat mich dann in das Business geholt, wo ich am Boden war. Ich hatte Burnout, ich hatte keine Lust mehr, Kooperationen zu machen. Ich war frustriert, ich habe mit meinem Mann gestritten, weil ich genervt war von Kooperationen. Sie war da und hat mir diese Möglichkeit gegeben. Ich werde niemals vergessen, dass sie mir diese Option gezeigt hat. Egal welchen Titel, Emerald, Ruby, wir haben. Für mich ist sie die Möglichkeitengeberin und dafür wollte ich sie ehren. Auch im Namen für deinen Sponsor, der ich nicht so wirklich mit ehren kann, weil du sie schon 3000 Milliarden überholt hast, abgesehen davon. Danke dafür, dass du die beste Sponsorin, die beste Upline bist für uns alle. Jan ist eingestiegen mitten im Sprint. Sie hat keine Ahnung gehabt, dass wir sprinten, aber sie läuft von Tag 1. Diana, du weißt, unser Weg war holprig, wir geben es offen zu. Mhm. Und noch schöner finde ich, dass wir jetzt zueinander gefunden haben. Ich möchte dir auch sagen, dass ich anfangs Druck verspürt habe. Ich hatte Druck, dass ich dir nicht gerecht werde, weil ich habe dich auf dieses Podest gestellt. Natürlich gehörst du auf dieses Podest hin, aber ich habe mir gedacht, Alter, sie macht Karma, sie macht dies, was soll ich machen? Ich habe nicht gewusst, was kann ich ihr bieten? Was kann ich überhaupt wem bieten? Und ich glaube, ich habe mich damals selbst blockiert, was dann zu Situationen zwischen uns gekommen ist. Umso schöner finde ich, dass du mich irgendwie auf ein Podest stellst. Du mich so an deinem Leben, an deinem Team teilhaben lässt, was mir so ein schönes Gefühl gibt. Ich weiß Bescheid, Diana und ich, wir haben Blicke, ich weiß genau, was sie meint. Sie weiß genau, was ich meine. Du bist meine stärkste Linie. Das, was Selina bei dir ist, bist du bei mir. Du bist die Hälfte meines Teams. Ich bin dir sehr dankbar, ich bin so fucking stolz auf dich. Du hast angefangen mit, was mache ich mit diesem Koffer? Und schau dich an, wo du jetzt bist. Schau. Siehst du das, wie stolz er ist? Das sind Welten dazwischen. Heute, wie du präsentierst, wie du gestikulierst, wie du dein Wesen hat sich so verändert. Und da bin ich dich, diejenige, der du danken musst. Das hast du alles selber geschaffen. Du und dein Bombenteam. Ich bin nur da, wenn du kotzen möchtest, wie lässt du jeden einzelnen von euch heute Abend. Nein, ich bin wirklich sehr dankbar, dass sie mittlerweile so sind. Du weißt, ich schätze dich sehr. Du bist nicht nur meine First Line, du bist wirklich auch eine sehr, sehr große Stütze. Und Paris, Mann, Diana Diamante, du hast gewusst, dass du Diamond wirst, bevor Jogging gekommen ist. In Paris wirst du brillieren und das, was ich all euch sagen möchte, der Weg hat heute erst begonnen. Wir sind Möglichkeitengeber. Ich habe dir damals die Möglichkeit gegeben, du gibst all diesen wundervollen Menschen die Möglichkeit und ich bin so stolz auf dich als Leader, so stolz auf dich als Mensch und so stolz auf dich als Freundin. So, meine lieben, Team-Event ist vorbei. Die letzten zwei übergebliebenen Sponsor, die mir hinschaut. Es war echt schön, also sehr emotional. Wir haben auch ein bisschen geweint, aber ihr habt es schon hier alles gesehen. Jetzt sind wir alle weg und wir müssen noch ein kleines Video drehen. Und dann gehen wir was essen mit den Leuten, die dabei sind. Ja, ich wollte euch heute unbedingt mitnehmen, aber ich nehme euch vielleicht beim Essen um. Schauen wir mal. Ihr habt gesehen, wir sind fertig. Saal war schon leer und jetzt gehen wir was essen. Da nehmen wir euch jetzt aber nicht mit. Bisschen quasi mal relaxen. Genau, mit der Leute sich persönlich unterhalten. Genau, genau. Ja, ihr habt jetzt einen Einblick bekommen von dem, was wir jetzt machen. Das ist unser Hauptberuf eigentlich, also unser Haupt,
Tätigkeit, genau, mit der wir uns wirklich von Montag bis Freitag beschäftigen. Das ist jetzt, also wir arbeiten jetzt sehr viel mit Menschen und es macht mega Spaß. Genau. Früher haben wir sehr viele Videos gemacht und halt immer nur gezeigt, was wir machen. Und jetzt können wir anderen Leuten auch zeigen, wie sie Geld verdienen können, wenn sie das möchten. Und dadurch ist das unser Job geworden. Coaching, solche Events. Und es macht auch Spaß, wenn man sieht, dass die anderen auch glücklich sind, durch das, was die auch machen, auch Geld verdienen. Genau. Und das macht uns natürlich dementsprechend noch glücklicher. Ja, ja, das war's. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald wieder.